weiß halt nicht, wie viel wir jetzt wirklich noch brauchen. Weil ich würde jetzt quasi anfangen, hier drüben mal kurz die Shards rauszuschmeißen. Zumindest die, die wir wirklich in großen Mengen haben. Das sind 6 Stück. Fuck. Ich hoffe, das System ist, ja gut, ist noch nicht. So. So und so. Dann den Chart lock. 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 Die Charts darfst du überschreiten. Mach einfach nur Charts rein. Und fertig. Entropy. In welchem System liegen jetzt Cleanstone-Sachen drin? Im neuen, oder? Ja. 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 So. Das darf ich jetzt zum Export auch nochmal reinschmeißen. So, aber bevor ich das jetzt im Export reinschmeiße, soll ich nochmal eben gucken wegen Ingots. Naja, egal, können wir gleich machen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Sonst. Ach nee, Flinny, du kannst keine weitere Aufnahme mehr, oder? Wenn's nicht. Also nicht unbedingt. Okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich sag mal, wenn wir noch ein paar Folgen machen, hätte ich kein Problem damit, aber. Okay. Pumpt ihr das jetzt raus oder nicht? Sag mal, wenn wir jetzt sagen, einfach nur, wir machen irgendwie noch das hier unten zu Ende, sollten wir damit jetzt nicht komplett durchkommen, was ich bezweifle. Dann hätte ich jetzt nicht das Problem mit. Ja, ich frag mich nur gerade, warum er den Export nicht macht. Ach so, er ist immer noch beim Sulf vorbei. Ich habe nichts gesagt. So, wir müssen jetzt eigentlich nur die Ingots noch machen, oder? Dann haben wir eigentlich das meiste fertig. So. Also, was haben wir an Ingot? Ingot. Wir haben Zinn, Kupfer, Gold, Osmium, Titanium, Silber, Eisen, Jellorium, Lead, Aluminium, also für. Shiny. Das ist eigentlich alles, was wir so in sehr großen Mengen bekommen. Und Ferrus vielleicht noch. So, welch wollen wir, Plutonium oder Cyanid speichern? Oder alle drei? Ich speichere alle drei inzwischen. Okay. Also, dann wollen wir mal Eisen, Gold, Kupfer, Zinn, warte, das ist ja alles drei vom gleichen Mod. Alles vier, dann kommt das hier drüben hin. Shiny, Ferrous, Lead, Silber. Dann haben wir noch. Nee. Erst hier Lorium, dann wird's Cyanid und dann Plutonium, oder? So, wie kriege ich jetzt hier noch die letzten drei Erze unter? Damit es noch immer sauber aussieht. Ja. Komm, dann packen wir die drei da auf der anderen Seite noch hin. Den will ich hier haben. Jellorium. Plutonium. Cyanid. Hier kommt dann Osmium. Titanium und Aluminium. So. Aber die beiden möchte ich hier gerne nicht überhaupt. So, wollt ihr mal im ganz. Ja, stopfe ein Loch mit einer Deep Storage Unit. Ja, immer eine gute Idee. Haben wir ja so viele. Ja. Wollt ihr mal kurz herkommen?
Warum auch immer ich einen Storage Bus zu viel habe. Ich habe eben, glaube ich, einen Storage Bus abgerissen. Ich weiß aber nicht wo. Hm, ME-System. So. Weil ihr sollt ja mit der Sortierung prinzipiell auch klarkommen. Deswegen. Was auch immer ihr da unten schon wieder macht. Und ausleuchten. Achso. Reichen die so weit von der Helligkeit? Ja, das ist auch nochmal. Ich sag Glowstone. Na gut, stimmt. So, eins hier und enden tut das hier. Ja, hier oben brauchen wir dann auch noch welche. Ja. Weil hier können aktuell noch Monster spawnen. Passt. Hier in dem Raum, hier brauchen wir noch welche. Gut, Flinny, kommst du denn auch nochmal kurz her? Hier drüben angebracht, Aimblatt. Moment. Und dann jeden zweiten. Oder also zwei Abstand. Ja, das so ist ein ja. So würde ich das hier machen. Ja gut, komm mal. Wir können auch irgendwann mal hier in dem Haupthaus ein bisschen aufräumen, vor allem was die Maschinen angeht, die wir nicht mehr brauchen, wie Furnace Generator oder so ein Scheiß. Ja, das kommt dann so ziemlich als nächstes, wenn wir die Autocrafting-Sachen hier runterziehen. Ja. Was dann hoffentlich nächstes Mal der Fall sein wird. Jo. Baustoffe, Rohstoffe. Ja, also hier sind aktuell nur Charts. Mal gucken, ob da noch was anderes hinkommt. Hm. Sieht echt gut aus. Also ist echt gut geworden. Muss man mal wirklich sagen, dass wir doch ein bisschen bauen können. Warum ist es hier stockduster? Das ist bei mir ganz normal hier. Selbst das hier hinten ist. Genau, an der Wand oben drin. Ja, hier ist einfach nur noch mehr platziert. Ja? Ja. Ja, aber dann würde ich auch hier platzieren noch und hier. Ja. Also quasi dann. Machen wir es komplett. Gut. Nee, warte. Nee, der letzte, der ist falsch. So, letzter richtig. Sieht dann kacke aus. Ja, dann lass den letzten erst noch mal letzten weg. Letzten würde ich erstmal weglassen. Okay, ich platziere rein. So. Danke. Die letzte Reihe kommt wahrscheinlich ja eh noch weg. Ja. Von der Mauer her. Gut. Das heißt, wenn ihr jetzt euer Okay gibt zu der Sortierung, würde ich den letzten Rest auch noch einstellen und wir können den IO-Port noch eben schnell machen. Ja, kann man machen. Ja. Ja, Flinny muss halt jetzt. Ich komm jetzt sofort, das. Sofort durch. Soweit. Gut. Okay. Wow, leck. So. Weil ich stell grad ein bisschen Vibrant Alloy her. Was? Wofür? Capacitor Banks? Ach, für deinen. Naja. Aber eigentlich Netz. Müsstest du dann irgendwie, sobald die Capacitor Bank unter einem gewissen Status ist, müsstest du irgendwie einen Alarm schlagen lassen. Dass wir irgendwie überall diese Alarmsirenen machen und sobald es unter einem gewissen Level kommt, geht dann die Alarmsirene los. Ja, danke. Dann back das mal rum. Beep. Ja, was denn? Inverted? Das muss einfach die ganze Zeit, wenn es drüber ist, ein Signal geben. Das heißt, sollte du verbrauchst zu wenig, gestartet. So eine Durchsage, also hier, ne? Ich habe jetzt hier den letzten Rest reingepackt. Also hier oben die drei Sachen, Plutonium und so weiter, ja. Ich weiß halt nicht, was noch was alles dazu kommt. Was heißt Tritanium oder wie hieß das hier? Ja, Tritanium. Und das letzte Osmium. Osmium. Ja, gut, dann stelle ich das beim Export ein und wir können prinzipiell das umziehen. Wenn ihr auch euer Okay gebt. Beide. Was? Und Lied und Scheiße, was war das? Silver. Okay, Appetite habe ich doppelt drin. Komisch. So. Shiny. Da habe ich scheinbar den Exportbus her. Was denn? So, dann brauche ich aber auch noch wieder
beide Karten jeweils zweimal. Das ist total nervig, dass man jetzt jedes Mal Cards da reinpacken muss. So. Ja, also prinzipiell können wir das System jetzt so umstellen. Einmal herunterfahren und alles rüberpacken. Genau, also runterfahren brauchen wir nicht. So, aber ich schmeiß erst noch mal ganz kurz alles rein, was ich gerade nicht brauche. So. Also braucht jetzt noch mehr was aus dem MW-System? Was wir bisher hatten, oder? Ja. Ja, also ich würde jetzt okay. Das Hauptsystem quasi abkapseln. Ja. Gut. Erze. Alles leer. Ich wollte gerade sagen, nur noch Erze drin. Und ein bisschen Holz. Und Sulfur? Das wird noch exportiert. Ja, ich frag mich. Achso, nee, da haben wir extra schöne Deep Storage schön gehabt. Dann hätten wir das sogar auch überpumpen können. Scheiß drauf. Ja, jetzt ist eh zu spät. So, wo packe ich den hin? Einfach hier hinten mit der Nassweise. Oder so. Habt ihr sie? So. Ja, scheinbar ja. Alter, pumpt ihr da schneller draus. Ja, die Frage ist nur, was er da jetzt gerade reinpumpt. Irgendwas keine Ahnung. Irgendwas Wichtiges auf jeden Fall. Das war Tin. Ah, okay. Das ist Gold. Wie schnell das hochgeht. Ja, der pumpt das. Das ist Eis, oh, das ist Tritanium, das sind. Das ist Kupfer. Ja, gut. Schatz. Alter. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Und hey, ist fertig. Sind eines, das eine Item unten drunter die Zahl erst ganz schnell und dann so über die 10.000 langsam. Ja. Das einzige, was ist, wir müssten die Blöcke jetzt noch zurückcraften, aber ich glaube, das mache ich offscreen. Weil noch eine Folge, keine Ahnung, gucken wir gleich. Bin ich für, dass du das onscreen machst. Ja. Ja, total. Scheiße. Was? Ja, ich wollte das System eigentlich auch nochmal formatieren. Ach, egal, ich baue einen neuen IO-Port. Mit was? Klick, klick. Ach, scheiße, ich wollte da hinten einen Enderpearl mitgenommen haben, verdammt. So. Hoffentlich ist der Export schneller als der Import. Ah, sieht aber so aus. Boah, das System ist so leer auf mal. Wo sind die Enderperlen hin? Im alten System. Ach, ihr habt die Festplatten wieder rüber. Ja. Wow. Ja. Die wollen wir nicht einfach so reinschmeißen. Ja. Warum haben wir Tanks, Portable Tanks mit irgendwelchen Inhalten? Was ist, warte mal. Was ist in den Dingern dran? Wo ist denn jetzt der, verschiedene Sachen. Wo ist denn jetzt der IO-Port? Der mit Jail Chaotium, der ist noch, das was übrig ist. Den werde ich wahrscheinlich demnächst nochmal brauchen. Ah, okay. Für, also wenn ich einen Reaktor noch, wenn ich noch einen Reaktor habe. Und das flüssige Lithium war von mir zum Testen bei der Maschine drüben. Ah, okay. MEIO-Port. So, MEIO. So, jetzt kann er sich hin und her glitschen. Port. So. Kannst du mir ein bisschen Eisen rüberpacken, mal eben bitte? Kann ich machen. Ich hoffe, du hast unten jetzt den Export ausgestellt. Nein, gerade noch nicht. Mach ich mal schnell. So, ist aus. Dann wird das System jetzt zwar wieder volllaufen, kurzzeitig, aber scheiß drauf. Hast drei Stacks drin liegen. Gold und Redstone brauche ich auch. Was? Gold und Redstone. Ich hatte euch eben die ganze Zeit nicht zugehört. Wie lange haben wir jetzt noch? Minus 6 Minuten. Da. Ja, gut. Hast von beiden Sachen nochmal 2 Stacks drüben. Jo, danke. So. Ja, lass halt nachts deinen Motor laut auffallen. Kein Kommentar, bitte. Ui, Feuerwerk. Oh. Craft an IO-Port, ja gut. Wir hatten bis jetzt ja bloß
Ja. So, aber dann würde ich sagen, ich mache offscreen die Festplatten nochmal wieder soweit sauber. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, oder? Ja, sehen wir uns. Gut, dann lass... Manchmal will ich dir einen reinhauen. Der Praktikant will wirklich rausgeschmissen werden, ne? Nein, er ist kein Praktikant. Wollen wir fair sein. Er hat gesagt, er mag es nicht mehr. Er mag es nicht mehr, Praktikant zu sein. Dann dürfen wir ihn jetzt offiziell rausschmeißen, finde ich, gut. Festangestellte. Nein, wir kürzen ihm erst das Gehalt. Das war jetzt gemein. Naja, gut, aber ich würde es einfach mal sagen, in dem Sinne, lasst Kommentar, Bewertung da, etc., etc. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.